so massive. Oh my god, we're here to set it. Chris, Chris, Frau Moser, wie geht's? Ich habe so dabei. Können wir noch irgendwie etwas helfen? Ja, die Milch in der Molkerei holen und sie mir bringen, heute Abend in der Hütte. Das machen wir. Mhm. Einen schönen Tag. Adieu, Adieu Frau Moser. Medicare. Experten aus Sportkino. Gab es ein paar Wolken. Danke. Du dich an Libby Lombardi? So, jetzt komm ins Bett. Auf die Gurgel zugeschnürt. Ja! Ich habe Hunger! Du, aber jetzt musst du wirklich schlafen. Doch, Bobby. Ist schon spät. Der Schlaf ist ein unfreiwilliger Reflex, weißt du? Ich zeige dir gleich, was ein Reflex ist. Die endlich nur wird schlafen. Ich habe doch nur mit meinen Kollegen abgemacht. Thomas, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Du kennst doch die alte Frau Moser, oder? Ja, das ist so eine alte, böse Frau. Ja, und in der Nacht verwandelt sie sich in eine ganz, ganz böse Hexe und alle kleinen Kinder holen, die nicht schlafen, und sperrt sie in Keller ein. Gott, es geht schon besser. Der Tisch fertig. Ich bin schon noch froh, dass ihr da sind. Hey, der Feuer! Ja, ja.
Ego. Thomas, du gehst auf die Seite vom Haus, wo der Brunnen ist. Ja, gut. Und du, Gaston, gehst gerade auf die andere Seite. Okay. Ich schieße zuerst. Keine Angst, Schatz. Sie sicher wieder die blöden Gielen. Gegen die Gielen sollte man etwas unternehmen. Dann stelle ich sie jetzt ab. Hört mal auf! Tut das weh! Helfen wir! Was ist passiert? Ich bin verletzt. Was heißt, es ist in die Mosesack losgegangen. Warum hast du deine kleine Schwester allein gelassen?